Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Zusammen mit der Kaya. Guten Tag. Und wir dachten uns heute, wir haben etwas sehr Geiles gefunden. Und zwar ein Quiz. Und zwar, welches Pokémon bist du? Also du. Also du. Also ich. Also du. Also wir. Ich denke mal, jeder von euch kennt noch den Pokémon-Song. Was für ein Pokémon bist du? Und genauso funktioniert das Quiz, denke ich einfach mal. Und zwar haben wir hier seltsame Fragen, die dann am Ende entscheiden sollen, welches Pokémon wir werden. Wir haben 10 Fragen. Und vermutlich sind da nicht alle Pokémon mit einbegriffen. Das heißt, du kannst jetzt nicht jedes Pokémon werden. Es gibt wahrscheinlich nur so die Standard-Pokémon wie Pikachu, Bisasam, Glumanda und so weiter. Das wissen wir aber nicht, wie gesagt. Das wird ganz interessant werden. Wir haben 10 Fragen zur Auswahl. Und zur Auswahl? 10 Fragen zu beantworten vielleicht? Das trifft's besser. Wir haben 10 Fragen, die wir beantworten müssen. Wir beide machen das, oder? Richtig. Also einmal kannst du anfangen oder... Ja doch, einmal fängt Kai halt an und ich folge darauf hin. Und dann werden wir sehen, welches Pokémon sie ist und welches Pokémon ich bin. Ist ein ganz lustiges Video und falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Checkt die Kai ab in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir fangen an. Die erste Frage ist, bist du eher ein sanftes Lamm oder ein reißender Wolf? Au. Au, die Antworten sind, ich bin gewöhnlich ein braves Lämmchen. Bei der Auswahl bin ich wohl eher der Wolf. In mir steckt beides, weiß nicht. Entweder in mir steckt beides oder bei der Auswahl bin ich eher der Wolf. Weil ich tendiere eher mehr zum Wolf, als das Lämmchen zu sein. Weiß ich nicht, also so ein Lamm, das wäre halt schon so diese Opferrolle die ganze Zeit, ne? Ich bin eher der Wolf bei der Auswahl. Bist du eher ein sanftes Lamm oder ein reißender Wolf? Du bist eher ein Ja, ich bin echt ein kleines, braves Lämmchen, das ist so schade. Ich kann vor allem nicht mal lügen, es ist so kacke. Das ist so geil. Die kann mich alles fragen, ey. Das ist so geil. Kann mich fragen, hast du die Kekse gegessen? Ich lache einfach nur verlegen und fange an zu weinen fast, ey. Nein, ich habe die Kekse nicht gegessen. Das ist so schrecklich. Das ist so schlecht, einfach nur. Wie steht es um deine Fitness? Ich bin topfit. Marathon, kein Problem. Nein, das bin ich nicht. Läuft bei mir, geht so, bleib mir damit fern. Ne, läuft bei mir, würde ich sagen. Läuft bei dir, Junge. Bei mir. Es ist nicht scheiße, aber es ist jetzt auch nicht Marathon. Nee, bleib mir weg mit Joggen und Laufen. Und okay. Das Ding ist halt, vor 3, 4 oder 5, 6, 7 Wochen hätte ich gesagt, ich bin topfit. Aber eigentlich immer noch so, ne? Also ist halt nicht so, dass ich jetzt ja, du bist aber schlapp schon mache eher oder sonst so, was. Also du bist eher Marathon. Ich glaube, das ist für dich gar nicht so. Ja, ich bin eher so der Marathon. Du bist eher der Fitte. Der sportliche Kader-Typ. Aber wie gesagt, ein bisschen, ne, schleifen lassen. Ja, es schwankt halt immer mal hin und her. Hallos, aber passt schon. Kannst du anderen leicht vergeben? Klar, das ist meine leichteste Übung. Es fällt mir oft, fällt mir schon schwer, aber ich bemühe mich. Nein, ich habe da ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ja, doch, vergeben kommt halt auf die Sache an, aber ich denke, boah, das ist echt eine schwierige Auswahl. Entweder so, klar, ist voll einfach, oder ja, ist mega schwierig, oder nein, mache ich sowieso gar nicht. Ich würde so ein Mittelding nehmen. Ich würde auch das Mittelding nehmen, das kommt halt wirklich drauf an. Kannst du anderen leicht vergeben? Boah, das ist halt echt schwer bei mir tatsächlich. Also, ich bin nicht so der Typ, der sagt, klar, das ist meine leichteste Übung. Du vergibst Leuten so leicht, glaube ich. Es fällt mir schon schwer, aber ich bemühe mich. Also bei mir ist halt wirklich schon so, es fällt mir schon schwer, aber ich bemühe mich. Weil manchmal, es gibt halt wirklich Leuten, die ich halt wirklich ab und die hasse. Wegen Sachen, wie zum Beispiel damals in der Kindheit hat mir jemand Sachen geklaut. Hä, aber dem hast du halt voll verziehen. Also warum? Nicht voll verziehen, aber du erzählst halt immer davon, ja, da hat mir das halt geklaut. So. Aber für mich, als ich früher mal beklaut wurde, war das ein richtiges Trauma. Ich war richtig kaputt im Kopf. Und hab so voll an der Menschheit gezweifelt. Ich würde trotzdem sagen, ich bemühe mich. Ah, krass. Das ist schon so. Also ich glaube, du vergibst Leuten aber trotzdem viel schneller als ich. Ja, man weiß es nicht. Mach keine Scheiße. Vergleiche dich bitte mit einem Tier. Du bist wie eine... Das erinnert mich so ein bisschen. Also ihr werdet wahrscheinlich so diese Pokémon Mystery Dungeon Musik drunter haben. diese Tests, wo man sich halt selber findet. Das finde ich ganz interessant. Ich war übrigens immer ein Bisasam oder ein Pikachu. Immer. Immer. Okay, wahrscheinlich. Ne, wird sich das wiederholen. Ich war so ein Feuriger oder Kanimani. Also dieser lustige Ruder. Das passt so gut. Irgendwas anderes. Entweder dieses Feuriger mit den... You know? Schläfrigen Augen oder das Kanimani, was komplett kaputt im Kopf war. Ja, komplett hyperaktiv und alles. Sowas
Ich hab's mir weggelegt. Ihr wisst es nicht, ihr könnt es auch nicht sehen. Aber die ganze Zeit, wenn der Junge irgendwas aufnimmt, muss er irgendwas in die Hand nehmen und von A nach B packen oder von da nach da und macht die übelsten Störgeräusche damit, obwohl es sowas von useless ist. Und dich nervt es aber nur. Und es ist einfach nur unnötig. Und du machst die Aufnahme damit kaputt. Es tut mir leid. Kann ich machen, Junge. Ja! Wir ergänzen uns auf jeden Fall ganz gut. Super! Okay. Lustige, etwas tollpatschige Ente, Herde, Elefanten, effizient, aber wenig sensibel. Ja, moin, hau rein. Hundewelpen und kannst kein Wässerchen trüben, meine Hundewelpen. Zum beleidigten Spucken, nein, das Lama. Oh, Karl, voll cool. Erinnerst du dich an mein Kindervideo? Ja. Da habe ich gesagt, ich spucke zu dir. Meine Mutter mich bei meinen Windpocken ankriegen wollte und ich wollte es nicht. Ich spucke zu dir. Wie die Agro. Süßes, angeschmiegsames Kätzchen, Katzen. So. Schnell zuschnappendes Krokodil, selbstbewusster, würdiger Hirsch. Wieder noch. Würde ich fast sagen, der Hirsch bei dir. Ja, wegen selbstbewusst, ne? Ja, würde ich auch am ehesten denken. Schon ein bisschen. Auch wenn ich nicht so würdig bin, glaube ich. Glaube ich, ein kleiner Lappen, aber ist okay. Wer weiß. Wer weiß das schon, genau. Vergleiche dich bitte mit einem Tier. Du bist wie ein... Okay, jetzt wird's interessant. Naja, lustige, etwas tollpatschige Ente. Oh Gott, das könnte schon fast sein, ey. Keine Scheiße. Hey, Elefant. Nein. Hundewelpe. Süßes Anschmiegen. Nein. Schnell, zerbenes Kugel. Nein. Ich glaube, du bist entweder die Ente oder der Hundewelpe. Ich würde eher sagen, die Ente. Du bist definitiv die Ente. Ich bin mega tollpatschig. Das ist schon echt nicht mehr schlau. Er lässt dein Handy am Tag so mindestens 20 Mal fallen. Hat sich schon gebessert. Sind schon... 10-mal vielleicht nur noch am Tag. Danke. Vor dem Kino nimmt dir jemand den letzten Parkplatz weg. Das hatten wir schon mal so ähnlich, ne? Ja. Der Film fängt gleich an. Ich werde stinkwütend. Ich bleibe ruhig und fahre weiter weg in ein Parkhaus. Ich unterdrücke meine Wut. In mir kocht es aber. Ich meckere kurz auf meinen Schatz einer Suche dann weiter. Ich reagiere da nicht immer gleich. Naja, was nimmst du denn da jetzt? Da bin ich jetzt mal gespannt hier, ne? Also, nein, ich hab dich gar nicht angemeckert. Ja, ich bin nur gespannt. Ich glaube, du hast mich eher angemeckert, weil du noch nicht in diesem Kino warst und ich halt wusste, wo man da hinfahren sollte. Ne, stinkwütend bin ich nicht. Ruhig bin ich ja jetzt auch nicht so. Ich reagiere halt nicht immer gleich so. Es kommt halt irgendwie drauf an. Ich dachte halt, die Werbung wäre noch vor. Hätte ich gewusst, ist die Werbung nicht mehr davor. Aber ich glaube, ich bleibe eher ruhig und fahre weiter weg in ein Parkhaus. Eigentlich bin ich da nicht so. Gucke ich den Anfang des Films halt irgendwann anders, das ist halt so. Da nimmst du das. Ja moin! Der Film fängt gleich an, ich werde stinkwütend. Ich bin eher der Mensch, der komplett ausrastet und deswegen nehme ich gleich 1. Da brauche ich die anderen Sachen eigentlich gar nicht mehr lesen. Ich unterdrücke meine Wut, in mir kocht es aber. Ja, du bist immer schon auf keine Marke rum. Ja also. Doch schon, also ich bin schon eigentlich echt wütend, wenn das passiert. Für welche Süßigkeit entscheidest du dich? Schokolade, Gummibärchen, gar keine. Ja, Schokolade. Sorry, Schokolade gewinnt einfach, auch wenn ich Gummibärchen echt feiere, aber... Schoki ist immer besser Schoki. Bei der Dame da. Schoki. Schokolade, Gummibären. Ich bin da wirklich eher der Gummibären-Typ. Auch wenn ich Schokolade mag, aber Gummibären mag ich lieber. Also so Gummiteile halt, finde ich geil. Also Trolli oder halt... Boah, was gibt's noch? Alles mögliche, so Schlümpfe und sowas, das finde ich mega lecker. Zwei oder sowas? Ja, auch alles. Alles ist cool. Auf einer Skala von 1 bis 5 bist du ein verlässlicher Freund. Ich bin froh, dass meine Freunde besser sind als ich. Tja, ich zeige da wohl schon ein paar Schwächen. Ich mühe mich, bin aber nicht ständig zur Stelle. Ich bin ein wirklich guter und treuer Freund. Für meine Freunde springe ich durch jedes Feuer. Ich glaube, für meine richtig engen Freunde bin ich definitiv ein sehr verlässlicher Freund. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube schon, dass ich... eher Nummer 5 bin. Ich wünsche mir manchmal auch Freunde, die so sind wie ich eigentlich. Aber die hat man dann irgendwie eingebildet. Nein, aber man gibt sich hier wirklich Mühe. Keine Ahnung, wenn es irgendein Freund von mir schlecht geht, lasse ich wirklich alles stehen und liegen und bin direkt. Und die anderen sind meist dann so, oh, ich hab noch was im Ofen. Ich kann nicht, sorry. Also, ist ähnlich über Kaya. Also, man wäre halt gerne der Verlässlichste von allen so, aber ja, im Endeffekt ist man es auch. Joa. Was? Ich weiß auch nicht. Man wäre gerne der Verlässlichste, aber eigentlich ist man es auch. Ja. Ja, also ich bin schon sehr verlässlich, okay. Ich mühe mich, aber... Nein, ich bin ein wirklich guter und treuer Freund. Ja, das würde ich sagen, ist schon, oder? Oder durch jedes Feuer. Boah, das ist es jetzt, ne? Wirklich guter und treuer Freund würde ich... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich schmeiß mir jetzt vors Auto oder sowas für würde jemanden. Ich schon.
Also ich würde sagen, ich bin guter und treuer Freund, das ist immer. Entscheide dich spontan für eine römische Gottheit. Oh, ich liebe griechische Mythologie. Okay. Deswegen finde ich sowas auch richtig cool. Alles, was Mythologie zu tun hat. Jupiter, zuständig für Blitz und Donner. Juno, Göttin der Familie und Helferin in Nöten. Minerva, verehrt für ihre Weisheit und Klugheit, wahrscheinlich. Venus, Göttin der Liebe und Schönheit, wahrscheinlich entscheide ich mich dafür. Apollo, der strahlende Gott des Lichts. Vulcanus, Gott des Feuers, der Vulkane und der Schmiedekunst. Mars, der tyrannische römische Kriegsgott, oder keine Ahnung. Keine Ahnung, ist lame. Da muss man sich schon entscheiden. Ja, ja. Vor allem bei den vielen Antworten. Jupiter, zuständig für Blitz und Donner, ist schon cool. Juno, Göttin der Familie und Helferin. Was passt denn am besten zu mir? Sag mal, was passt am besten zu mir? Und dann entscheide ich, ob es stimmt. Ich würde eher Minerva sagen. Verehrt für ihre Weisheit und Klugheit? Nee, so schlau bin ich auch wieder nicht. Das ist süß von dir. Aber so wie du es immer drüber bringst manchmal. Ah, so schlau bin ich aber nicht. Ah, du tust manchmal so auch ganz schlau. Es gibt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, dann wäre ich so bei dir, niemand wäre ich dann so Izzy oder so. Das passt halt einfach nicht. Nee, das stimmt wohl. Ich bin halt nicht so wissbegierig. Dann wärst du halt der tyrannisch-römische Kriegsgott. Schnauze. Also. Vollgas! Genau, der tyrannische Kriegsgott, der alle umgebracht hat. Genau so bin ich. Jo. Dann nimmst du die Göttin der Familie und der Helfer deiner Nöte. Ja. Das Vulcanus. Apollo. Hä, warum? Warum? Weil du dich... Feuer ist überhaupt nicht mein Element. Hä, aber du kennst dich mit Schmiedekunst aus. Ja? Nein, ich meinte jetzt so, weil du durch deine Ausbildung so ein bisschen mehr zum Technischen begabt bist. Oder mehr zum Handwerklichen, weißt du? Geht. Habt ihr schon meinen coolen Schreibtisch gesehen, den ich gebaut habe? Oder, schwierig. Naja, also ich würde schon sagen, so entweder Jupiter, zuständig für Blitz und Donner so, oder halt wirklich dieser Vulcanus. Also ich mag Elemente und welches würde ich dann nehmen? Aber wie du schon sagst, irgendwo mit der Schmiedekunst, ich glaube, das kommt schon hin, ne? Ja, ich glaube schon. Und wer das heißt jetzt, dass ich gleich ein Feuer-Pokémon bin, ey, das wär's ja, ey. Welches dieser Symbole passt zu dir? Peace-Zeichen, Dreizack, Morgenstern, Herz, Mond, Rose. I don't know. Voll die coolen Fragen, aber ist voll schön. Sind interessant auf jeden Fall, ja, ey. Also, mal was anderes. Ich bin gespannt, was da rauskommen mag. Also ich sag nix. Ich mach halt richtig auf das Peace-Zeichen, aber... Vielleicht das Herz, weil du so warmherzig bist. Ich weiß auch nicht. Ich nehme das Herz. Also Peace-Zeichen, nein. Dreizack, Morgenstern. Das finde ich cool. Herz, Mond... Mond, nee, eigentlich nichts von diesem, muss ich sagen. Eigentlich finde ich nichts von der, davon würde ich ansprechen, so. Nicht so meins. Erst denken, dann handeln. Also ich bin so ein Kopfmensch, so ist es im Idealfall schon. Manchmal sollte man einfach nur handeln, bei mir ist es umgekehrt. Erst handeln, dann denken. Nee, erst denken, handeln. Also schon so ist es, glaube ich, schon. Oder im Idealfall schon. Im Idealfall. Ich glaube, manchmal mache ich es auch ohne nachzudenken und dann denke ich mir danach so irgendwann. Bei mir ist es umgekehrt. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der immer eigentlich über etwas nachdenkt und dann handelt. Also muss ich sagen, so ist es. Okay, ich bin gespannt. Okay, und das Ergebnis ist... Okay. Manafi. Voll süß. Manafi ist so cute. Du musst den Text dazu vorlesen. Du bist Manafi, ein wirklich herziges, kleines Pokémon. Manafi ist ein Typ, den man immer um sich haben möchte. So, seine großen, coole Augen strahlen in die Umgebung und er hat ein Herz aus Gold in seiner Brust. Wenn es ganz hoch kommt, spritzt er als Kampfmethode ein bisschen mit Wasser um sich. Das war es dann aber auch schon. Wie bei Manafi ist es schwer, dich aus der Ruhe zu bringen. Du umgehst Konflikte lieber, statt dich zu stellen und reinen Tisch zu machen. Auf der einen Seite ist deine Friedfertigkeit eine wirklich erfreuliche Sache, andererseits ist diese enorme Scheu vor Konfrontation nicht gut für dich. Du solltest lernen, deine Ansichten stärker durchzusetzen und dich dem Willen anderer nicht länger unterzuordnen. Zum Glück zeigst du schon ein paar gute Ansätze und gehst immer mehr deinen eigenen Weg weiter. Das passt so komplett nicht zu mir. So komplett überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich hätte nicht so viel mit Herz und so. Ich glaube, ich hätte beim Zeichen auch eher ein anderes genommen. Ich dachte, ich beeile mich jetzt ein bisschen mit dem Auswählen, aber ich glaube, hätten wir das jetzt nicht aufgenommen,
Und ich, hätte ich Zeit gehabt, hätte ich auch andere Antworten genommen. Lol. Das ist ja richtig crap. Hä, wieso ist es crap? Weil es Pikachu ist. Pikachu ist cool. Jeder kriegt bestimmt Pikachu, so ja. Standard. Weißt du, wer das Kunstwort Pikachu kommt? Du musst doch lesen. Du bist Pikachu, das wohl bekannteste Pokémon. Da musst du den Text lesen. Weißt du, woher das Kunstwort Pikachu kommt? Es setzt sich zusammen aus den japanischen Wörtern Pika, was für das Geräusch des elektrischen Funkens, und Schuh für das Piepsen einer Maus. Dankeschön! Also, ich bin nie piepsen. Eine Maus. Super! Wenn Pikachu muffig ist, kann das knuffige kleine Tierchen elektrische Blitze schleudern. Vor allem, ich habe jetzt Vulkanus gesagt, bin Elektro geworden. Wäre das anders und mal anders gewesen? Du hast es halt richtig gemacht. Stimmt, irgendwo ist dann schon so, ne? Ich weiß es nicht. Ein bisschen, Alter. Bist du nicht auch ein bisschen... Ja, was? Ein bisschen so? Weiß ich nicht, ob ich so bin. Ob ich ein kleines Mäuschen bin, was elektrostatische Sachen durch die Welt schleudert. Kann möglich sein. Eigentlich bist du ziemlich liebenswert, wenn man dich lässt. Okay. Du kannst aber auch anders. Wenn dir etwas gewaltig gegen den Strich geht. Oh ja, das stimmt. Und das ist gut so, denn alles musst du dir nun wirklich nicht gefallen lassen. Du bist wie Pikachu. Mach weiter so. Übrigens, bis jetzt hatten 45,9% der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis. Läuft! Also, ich muss sagen, das stimmt schon so ein bisschen. Also, wenn mir jemand wirklich kreuzweise kommt, dann gebe ich dem auch kreuzweise zurück. So ist wie es nicht. So in der ersten Folge. Von Pokémon, wo das Pikachu. Ja, genau. Ja, genau. So. Ich musste gerade echt nachdenken. So. Ja, also das stimmt schon wirklich. Aber ob das jetzt wirklich Pikachu sein muss oder sein kann, sei mal dahingestellt. Ich meine, die können ja alles da angehen, was sie wollen. Aber gut, mir hat der Test sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ich hoffe, die auch. Auch wenn das nicht so das ist. Ja, das hat halt überhaupt nicht gepasst. Aber naja, war's das von dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen da. Oder ein Abo. Oder falls ihr die Kanäle noch nicht abgecheckt habt. Ich verabschiede mich und tschüss. Ciao.